Das ist Otto Rittlin, Hausmeister, 86 Jahre alt. Seit dem Tod seiner Frau vor 18 Jahren wohnt er mit seiner Dogge im ersten Stock der Ruine des ehemaligen Grand Hotels Esplanade in Berlin. Er bewohnt die Zimmer 33, 34, 35 und 36. Einzelzimmer waren das. Diese, seine Wohnung, würde heute umgerechnet etwa 800 Euro kosten. Pro Nacht. Morgen, Rittlin. Alles okay? Ja. Nein? Seit halb acht sind schon die Filmleute hier. Ja, wir sind. Ja. Naja, müssen wir mal drüber reden. Na? Ja. Tschüss. So, das wäre erledigt. Jeden Morgen um 8 teilt Otto Rittlin mit, dass er noch lebt und dass alles in Ordnung ist. Hausmeister Rittlin bewahrt das Vergangene. Er wohnt nun schon 35 Jahre in dem, was einst das schönste Hotel Berlins war. Und er wacht darüber, dass das, was noch da ist, nicht kaputt gemacht oder mitgenommen wird. Er hält sich meist an der Bar auf im angrenzenden Trakt. Viel mehr ist auch nicht übergeblieben von der einstigen Pracht des Luxushotels Esplanade. Es ist nicht so einfach, einen Kontakt zu ihm aufzubauen. Anfangs war er sehr zurückhaltend und verschlossen. Aber wahrscheinlich wird man so, wenn man Tag ein, Tag aus in diesem Gebäude ist. Und wenn man alles besitzt, ohne der Eigentümer zu sein. Und wenn man das alles beschützen will gegen Besucher, die nur neugierig sind. Hauptportal hier. Vor. Das ist der Portier und der Wachmann. Und das ist der Haupteingang hier für den Kaisersaal, unten vom Hofort. Und das ist der Palmsaal. Da waren kleine Bälle und Hochzeiten und alles haben sie da drin gefeiert. Ne? Und hier ist das ganze Personal vom 24. Dezember 1908 zur Weihnachtsfeier. Hat jeder seinen bunten Teller. Sogar die Küche drauf. Ja, die Küche und das sämtliche Personal. Nur die Reinmacherfrauen sieht man nicht. Die Zimmermädchen. Da ist die ganze Belegschaft drauf. Die ganze Belegschaft ist hier drauf. Wie viele waren das insgesamt? Wie viele Leute haben hier gearbeitet? Das kann ich nicht mal sagen, das waren über 1000 Menschen. Die hier gearbeitet haben? Die hier gearbeitet haben. Hier waren ganze Werkstätten, Schlosser, Tapeziere, Rolle, alles. Aha. Wir hatten große Räume unten. Ne? Manchmal liegt noch eine Reservierung im Briefkasten. Zum Beispiel für eines der Zimmer am prächtigen Garten oder für eine der Suiten in der Nähe des Marmorsaals. In den ersten Jahren nach dem Krieg wurde noch ein Dankschreiben zurückgeschickt, in dem man auf die Situation hinwies und um Verständnis bat, mit größter Hochachtung. Aber das ist lange vorbei. Otto Rittlin verspricht, dass er später die vergangene Pracht der oberen Etage zeigen wird. Morgen oder übermorgen vielleicht. Er macht einen müden Eindruck. Otto Rittlin hält sein Wort. Er zeigt den Rest des Gebäudes. Im ersten Stock ist keine Rede mehr von Blattgold, Stuck oder Marmor.
Der Hotelpalast wurde in den letzten Kriegstagen von 9 schweren Bomben getroffen. Hier liefen die Hotelbediensteten auf und ab für die vornehmen Herrschaften, Grafen und Baronen. Der Kaiser kam höchstpersönlich. Später, nach dem Ersten Weltkrieg, kamen andere Gäste. Der Geldadel, Stahlmagnate aus dem Ruhrgebiet, Großgrundbesitzer aus Brandenburg und reiche deutsche Weinbauern. Gegenwärtig haben Wind und Wetter freies Spiel. Es riecht muffig. Ein Gang mit Zimmern, wo früher dicke Teppiche lagen, jetzt nur noch Unrat. In einem Zimmer hängt die Decke voller Kronleuchter. Sie sind einst hierher verbracht worden, um sie vor den Bomben zu schützen. Unterdessen sitzt der alte Mann wieder an seinem Lieblingsplatz am Flügel. Auf dem Tisch am Gang liegen alte Kassenbücher. Darin ist die Vergangenheit aufgezeichnet. Eine Vergangenheit in Umsatzzahlen. Im Dezember 1944 haben sie unten in der großen Halle noch einen bemerkenswerten Umsatz gehabt. Im Februar 1945 sieht es schon nicht mehr so gut aus. Nur noch Nazi-Bonzen sind übrig geblieben. Und am 15. April die letzte Notiz über ein Personalessen. Im Souterrain befand sich die erste elektrische Restaurantküche der Stadt. Alles ist noch da. Von hier aus wurden alle Bestellungen zentral geregelt. Es sieht fast so aus, als wenn hier bis eben noch gearbeitet wurde und dass die 80 Köche nur mal eben selbst zum Essen sind. Thank you.
Und dann ist es Sommer. Wo früher die Terrasse war, hat der alte Mann Tomaten, Bohnen und Mohrrüben gepflanzt. Es wird wahrscheinlich sein letzter Sommer hier sein.